in der Mitte des Schinkels-Clan quasi, um mich rum und überall sind sie neben mir, Romana, die Frau von Frankie. Hallo. Hallo. Ist das Angst in den Augen oder ist das Vorfreude? Weißt du schon, was auf uns zukommt gleich mit dem Showtanz? Ja, ein bisschen was weiß ich, ja, wer tanzt ja daheim nur mehr. Zumindest kommt also ein Tanzender schon rein bei der Tür, ja. Naja, immerhin, er muss ja üben. Ist er denn zu Hause genauso, wie wir ihn hier kennenlernen? Ist er dauernd so? Ja, immer. Außer wenn er schläft. Das ist er immer so. Warum hat er denn den Sieg verdient? Was glaubst du? Ja, weil er eben immer so ist, weil er sich da nicht verstellt. Er spielt nicht und er ist ein Showman und das ist eine Show. Und darum bin ich der Meinung, er hätte sich's verdient. Die Petra natürlich auch, also jeder, was da mittanzt, aber natürlich mein Favorit ist klarerweise der Frank. Er hat gesagt, er will weiter tanzen. Hat er das daheim auch schon anklingen lassen? Oder? Ja, das habe ich auch erfahren vor 2 Wochen. Ah, da musst du jetzt ran. Ja, aber das macht mir nichts. Bin begeistert. Gibt es noch eine Sache, die man dem Frankie jetzt gleich beim Showtanz mit auf den Weg geben will? Na, gib alles. Gib alles, das macht er bestimmt. Und vorher blickt er auch nochmal gemeinsam mit uns zurück auf seine Zeit bei Dancing Stars. Ja, am Anfang habe ich das komplett unterschätzt. Aber das ist das große Kino, die Dancing Stars. Und das hat meine Augen geöffnet. Ich bin in eine eigene Welt wieder hineingekommen. Ja. Ein bisschen Glamour, Glitter. Und ich habe auch wieder dieses Gefühl gespürt, was ich beim Fußball oft gehabt habe. Diese Adrenalin, diese Nervosität. Gelernt habe ich nicht gleich alles wegzuschmeißen, weil jeder Anfang ist ein Horror. Aber nach der zweiten, dritten Tag, vierten Tag, dann wird es Donnerstag, dann kommt der Freitag. Und dann geht es auf einmal besser. Das habe ich gelernt. Wir beim Fußball, wir haben eine eigene Fußballersprache, wir schimpfen, wir nörgeln, wir jammern. Und beim Tanzen sind alle so positiv. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und das habe ich genossen. Dass ich im Finale bin, mit das hätte ich nie gerechnet. Da hätte ich eher gerechnet, dass Österreich Fußball-Europameister wird. Wie ich dann da gestanden bin, auf einmal kriege ich nur, wupp, geht es durch den Körper und dann sagen sie, du bist weiter. Und dann wupp, geht der ganze Rucksack wieder weg. Das war echt ein schöner Moment. Ich bin ich. Und ich kann gewinnen, weil ich so bin, wie die Leute mich kennen. Und ich spuck fair, wenn es sein muss. Und ich kann 2 Meter hochspringen, wenn es sein muss. Und um ein Finale zu gewinnen, muss ich was Außergewöhnliches machen. Und das werde ich auch tun. Now I have the time of my life and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally find someone to stand by me. Saw the writing on the wall, as we found this magical fantasy. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. Doing a bit. I came up in here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can do no more. And I never felt this way before. And I
Vielleicht geben Sie mir recht, ich möchte an der Stelle einem Menschen danken, der das alles so macht, wie es dann ausschaut. Und zwar ist es unser Regisseur, der alles inszeniert, Kurt Bongratz. Ja. Danke, Kurti. Ohne diesen Mann würde diese Show nicht so aussehen, wie sie es tut. Vielen Dank. Nur die Idee war von euch, was ihr da so zeigt. Für wen hast du jetzt eigentlich getanzt? Für deine Familie, für die Fans, für die Rosi oder für dich? Für meine Generation 50 aufwärts. Das war. Wir sind 49. 50 aufwärts, ich bin ja 49. Und Wolfram für die natürlich auch. Und auch meine Kinder, weil wenn die in der Disco sind und ich bin hin und wieder bin ich mit, weißt du? Ja. Und dann tanzen wir auf solche Platten und ja, das ist Party pur. Und der Rosi und Tivi wollten einfach die Leute noch einmal was bieten, nicht? Und ja, ich hoffe, das ist uns ein bisschen gelungen. Familie ist auch zufrieden. Das heißt zufrieden, sagt Lutz Wort nach einem solchen Applaus. Thomas, das Publikum konnte sich nicht mehr auf den Sitzen halten. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich war natürlich genauso mitgerissen und ich glaube, das muss jetzt ins Patentamt. Der Frankie Time of My Life gibt es nur einmal auf dieser Welt. Niemand anderer kann das so tanzen und präsentieren. Gratuliere, es war sensationell. Bollasch, Time of My Life, war es das dann? Ja, es ist schwer. An dem Punkt, glaube ich, hat jeder verdient, das gewinnt. Das ist keine Frage. Es ist Wahnsinn, was ihr geleistet habt. Sag ich mal, trotzdem muss man ein bisschen einen Unterschied machen. Ich möchte mal für dich ein Kompliment machen, weil, glaube ich, du bist der originellste und authentischste Person, den wir jemals beim Dancing Star gehabt haben. Danke. Aber tanzen kann die Petra schon ein bisschen besser. Aber nein, nicht, nein, er hat einen Fehler gemacht. Er ja, hat gesagt, ein bisschen, viel, viel mehr. Nicht ein bisschen. Aber die Petra ist, das ist wie Start und Finish. Die ist super, aber ich geniere mich nicht für meine Fans. Richtig so. Nicole. Einen solchen Showtanz haben wir echt noch nie gesehen, oder? In 7 Jahren Dancing Stars. Na, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber ich muss sagen, Johnny, für dass du diesen Tanz oder diesen Film nicht kennst, hast du ihn verdammt gut getanzt. Also, ich bin wirklich total stolz auf dich. Das war geil, es war eine super Kombination, super Choreografie, Rosi, mit dem zuerst richtigen Dirty Dancing und dann das, es war super. Sehr Dankeschön. Gut. Gefällt's mir, ihr seid super. Hannes, sein letzter Kommentar in dieser Staffel, letzter Jury-Kommentar. Letzter Kommentar? Ja. Tanzen Sie nie mehr Standard. Danke. Und damit bedanke ich mich bei unserer hervorragenden Jury. Und ja, jetzt drückt mal die Daumen. Frankie Schinkes, Roswitha Wieland. Dankeschön. Dankeschön.